Storytime vom Tag, an dem mein Hund fast gestorben wäre. Zu dem Zeitpunkt bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um die Wohnung so weltensicher wie möglich zu machen. Das galt natürlich auch für den Garten. Wir haben alle Pflanzen, die potenziell hätten giftig sein können, weggestellt und versucht, alles sicher abzuzäunen. Wir haben dabei aber nicht bedacht, dass bereits abgestandenes Wasser ausreichen kann, um das noch ziemlich schwächliche Immunsystem eines jungen Welpen komplett über den Haufen zu werfen. So ist es dann gekommen, dass die Ebi aus einem Blumenuntersetzer getrunken hat. Das hat dazu geführt, dass es ihr komplett den Magen verdreht hat. Sie hat aus allen Körperöffnungen Flüssigkeit verloren, bis sie nach kurzer Zeit apathisch auf dem Boden gelegen hat. Wir sind in den Notdienst der Klinik gefahren, wo sie ihr dann eine Infusion gegeben haben und es ihr dann ganz langsam wieder besser ging. Die behandelnde Ärztin meinte, es war absolut richtig, dass wir vorbeigekommen sind. Wir hätten nicht länger warten sollen. Ist dann alles noch gut ausgegangen? Was kann man daraus lernen? Kleine, junge Hunde sind noch sehr empfindlich und man sollte keine Späße mit dem machen, was man ihnen zur Verfügung stellt und was nicht.